Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit einem besonderen Video und einer Ankündigung. Ich habe vor, auf der Nordschleife Zeiten zu fahren mit verschiedenen Autos. Und ich werde es auf dem Do Google Docs Dokument festhalten, so dass ihr immer nachschauen könnt, was für eine Zeit ich mit welchem Auto gefahren bin. Ich werde auch schreiben, was für Reifen da dabei waren, und Top Speed werde ich auch drauf schreiben. Und heute fangen wir an mit einem BMW M1 Pro Car. Wirklich wahrscheinlich das schwierigste Auto, was ich je in Assetto Corsa gefahren bin. Allein aus dem Grund, dass es keine Traktionskontrolle hat, 850 PS aus einem rein 6-Zylinder mit Turboaufladung. War in den 80ern ein absolutes Monster und ich kann mir nicht vorstellen, wie man das ein, zwei Stunden lang hat volle Pulle fahren können. Heute werden es mir probieren, unter vielleicht 7 Minuten zu kommen mit dem Auto. Ja, was kann man noch sagen? Es gab eine eigene Rennserie für das Auto, war hauptsächlich in Europa tätig, die Rennserie. Und ich würde sagen, wir hören uns mal eine kleine Soundprobe von dem Auto an. Hört sich schon mal nicht schlecht an. Okay. Ich werde wahrscheinlich nicht so viel sprechen können, weil das Auto wirklich verdammt schwierig ist zu fahren. Aber wenn ich Zeit habe, mal auf Geraden, werde ich ein bisschen reden können. So. Die Runde beginnt nach der Rechtskurve da vorne. Das heißt, wir müssen hier gut rauskommen, schön Schwung mitnehmen. Gucken, dass Heck nicht zu stark kommt. Erste Kurve. Ein bisschen gelassen angehen, Reifen noch kalt. Alles noch nicht so wirklich so, wie es sein sollte. Jetzt direkt in Hatzenbach rein. Wirklich sehr schwierig mit dem Auto. Wenn man auf Curbs kommt und gerade am Beschleunigen ist es Todesurteil, dann ist die Runde futsch, weil dann dreht man sich weg. Hatzenbach aber noch relativ geschmeidig. Niedriger Renngang könnte es dann auch so aussehen. Okay. Aber deswegen beende ich die Runde nicht. Ich sag, ich werde auch immer bloß eine Runde pro Auto geben. Wenn ich einen Crash mache, mache ich einen Crash. Das soll auch zeigen, wenn ich eine Runde ohne Crash mit einem Auto geschafft habe, dann zeigt es halt, wie leicht oder wie schwer das Auto zu fahren ist. Aber ich denke, es wird trotzdem noch eine gute Runde. Jetzt hier Schwedenkreuz 310 km/h. Da müssen wir runterbremsen, weil das Auto nicht so viel Aero hat. Dritter Gang runter in die Fuchsröhre jetzt. Ich fahre das Auto mit Vollaero, weil es sich einfach nicht lohnt, hier noch weniger Aero zu fahren, weil das Auto schon auf der Geraden wirklich schwierig ist zu halten. Und immer wieder kommt da auch gerade schon wieder. Serie kann man auch mit Touristenfahrten vergleichen, nur als halt auch teilweise mit Serienautos, teilweise mit Rennwagen. Das heißt, möchte wirklich den Punkt drauflegen, wenn ich einen Crash baue, dann wird das in die Runde zählen. Ich werde nicht 10 Runden fahren und daraus die beste nehmen. Ich werde eine Einführungsrunde fahren, da werdet ihr aber nicht dabei sein, zu checken, was man machen kann. Wie man es vielleicht noch ein bisschen harmonischer einstellen kann, aber danach heißt es wirklich alles oder nichts. Wie gesagt, Google-Dokument ist in der Beschreibung und wird dann nach jeder Folge geupdatet. Aber jetzt erst mal schauen, was hier der BMW hinkriegt.
wirklich in den Kurven nicht das agilste Auto, aber auf den Geraden ein Monster. Der Motor, wo in dem M1 drin ist, ist in einer anderen Variante als Vierzylinder im M3 später verwendet worden. Und es waren noch die Zeiten, wo BMW wirklich einer der besten Motorenhersteller jemals war. Heutzutage kann man sich drum streiten. Da gibt es sicherlich andere Automarken, die da aufgeschlossen haben. Aber damals wirklich fast der beste Motorenhersteller, den man so kannte. Jetzt Mutkurve, da geht 10-mal nicht voll. Und da ist Heck gekommen. Boah. Und die Kurve nehme ich immer Mutkurve 2, weil es ungefähr wie die erste Mutkurve ist. Nur ein bisschen entschärfter, aber in dem Auto ist jede Kurve eine Mutkurve. Und jetzt Karussell runterbremsen. Gucken, dass man drin bleibt. Und jetzt probieren hier Vollgas hochzukommen. Nicht so einfach mit dem Auto. Hohe 8, höchste Stelle auf der ganzen Strecke. Ab jetzt geht's nur noch bergab. Ab jetzt. Und jetzt beginnt auch der beste Teil der Strecke, meines Erachtens nach. Kann man sich sehr schnell überschätzen, wenn man das Auto nicht so gut kennt wie jetzt in der Folge. Deswegen probiere ich nicht komplett auf letzter Rille zu fahren. Wo ich es dir gerade sage. Ja. Definitiv eins der schwersten Autos zu fahren. Auch in Assetto Corsa. Wenn ihr es noch nicht probiert habt, solltet ihr es mal probieren. YouTuber-Kurve. Und jetzt Eiskurve hier hoch. Ganz, ganz sachte mit dem Gas. So, Pflanzgarten 1. Hier auch wieder aufpassen. Das Heck will immer kommen. Deswegen auch bin ich vorhin zweimal abgeschossen. Stefan Bellof S. Bisschen übers Gras, aber nicht so schlimm. So. Und jetzt hier hoch. Schwalbenschwanz. Auto liegt gut. So, ein Kleinkarussell. Jetzt hier Galgenkopf. Auch sehr schwierig mit dem Auto. Man weiß nie, wie viel Gas man jetzt geben kann. Aber jetzt ist Vollgas und jetzt heißt es 850 PS, 6-Zylinder Turbo, Vollgas. Jetzt schon 300, noch nicht mal die Hälfte der gerade abgefahren. 320, 330 fast. Mal gucken, ob man die letzte Kurve voll nehmen kann. Das glaube ich fast nicht, aber ich probiere es trotzdem mal. Es geht, ja. 335 mit so einem alten Auto. Das ist heute unvorstellbar. Das wird man nicht machen. Und da dreht es mich weg beim Anbremsen. Mal gucken, was für eine Zeit wir jetzt hier haben. Nochmal Vollgas. Und das soll es sein. Ich schaue mal kurz nach. 7 Minuten 9, jetzt nicht ganz unter die 7 Minuten. Hätte ich jetzt 10 Versuchen gebraucht, dann wäre ich sicherlich unter die 7 gekommen. Aber ich denke, die Zeit zeigt auch, dass das Auto sehr schwer zu fahren ist. Und ja, bedanke mich, dass ihr heute zugeschaut habt. Wenn ihr wissen wollt, welche Autos die schnellste hier rum waren, dann schaut in die Beschreibung nach. Und habt einen schönen Tag. Ciao.